Hey Sissies, exciting news. Morgen beginnt die Sticks and Stones, die queere Karrieremesse. Genau, es ist online und es ist der richtige Ort für Business Boys and Working Girls, um sich untereinander zu networken, um Unternehmen kennenzulernen, die ein Umfeld von Offenheit und Akzeptanz für Menschen der LGBTQ-Community bieten. Und wie ihr von jetzt auf gleich zur Einkommensmillionärin werdet, erfahrt ihr im Interview mit dem Organisator des Sticks and Stones, Stuart Cameron. Sissy! Ja, lieber Stuart, wir haben uns in unsere schönste Arbeitskluft heute eingekleidet, weil das Thema ist ja Sticks and Stones, out am Arbeitsplatz. Ja. Erzähl uns doch mal kurz, was hast du mit der Sticks and Stones am Hut und für jemanden, der es gar nicht weiß, was ist denn eigentlich die Sticks and Stones? Okay, Sticks and Stones ist tatsächlich mittlerweile Europas größte Job- und Karrieremesse für die LGBT-Plus-Community. Und ich habe das Ganze gegründet vor mittlerweile 11 Jahren tatsächlich mit einer ganz, ganz kleinen Minimesse, da wo es noch niemanden interessiert hat. Und dieses Jahr, in Zeiten von Corona, sind wir von der Offline-Welt in die Online-Welt gegangen und machen jetzt tatsächlich, und das ist echt geil, wir sind wirklich die weltweit erste virtuelle LGBT-Jobmesse. Das hat noch keiner vor uns gemacht. Mensch, ja, Mensch. Was hat es denn für mich so als queeren Mensch out am Arbeitsplatz? Was sind so deine Eindrücke? Was hat unsere Community noch so für Probleme in diesem Bereich? Ja, es gibt auf der einen Seite Probleme und auf der anderen Seite gibt es aber viele positive Sachen, die wir meistens eigentlich nicht so besprechen. Wir reden ja immer meistens gleich von Diskriminierung am Arbeitsplatz. Das haben wir leider. Davon gibt es leider noch viel zu viel. Die wenigsten Leute wissen Bescheid. Sie denken immer, vor allem wenn sie jetzt hier in Deutschland sind, ach, läuft ja schon und die Unternehmen werden ja auch immer offener. Ja? Keiner sagt mir, dass er konservativ ist und so. Allerdings ist es nach wie vor so, dass gerade eine Studie rausgebracht hatte, dass zu einem vom BCG, dass nur ein Drittel aller LGBTs am Arbeitsplatz geoutet sind. Mhm. Ehrlich gesagt, ich bezweifle die Studie ein bisschen, weil ich glaube, das sind mehr Leute tatsächlich, die nicht geoutet sind am Arbeitsplatz. Selbst hier in Berlin, wo ich wohne, sind da auch, ich kenne so viele Freunde, die zwar out im Beruf, im Privaten sind und du siehst sie auf jeder Party rumspringen, okay, aktuell nicht. Aber in der Arbeitswelt weiß es dann keiner. Das ist ziemlich erschreckend, weil viele Leute immer noch Angst haben, halt, dass sie Probleme bekommen mit ihrer Karriere, nicht den nächsten Schritt quasi machen können, weil irgendjemand da vielleicht ein Problem mit denen hat. Und das ist so schade, oder? Das frisst so viel Kapazität. Das ist so unfassbar viel Kapazität, sich verstecken zu müssen. Ja, wenn man bei jedem Gespräch sozusagen im Hinterkopf scannen muss, was kann ich jetzt erzählen und was nicht? Rede ich jetzt davon, dass ich mit meinem Mann am Wochenende im Kino war oder mit einem Freund oder sowas? Also das ist natürlich ganz viel Alltag-Energie, die wir verbringen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Schere im Kopf klappt natürlich wahrscheinlich bei jedem aus unserer Community ganz gut. Aber es sind ja noch ganz viele weitere Themen, die dort aufkommen. Also wo merkst du denn, dass die Leute, wenn sie nicht geoutet sind am Arbeitsplatz, wo frisst das die ganzen Energien? Also Energien, das ist überall. Wie gesagt, du hast es schon gesagt, wenn man sich verstecken muss, kostet es Zeit, Kraft, Energie. Und auch, du kannst ja auch geoutet werden von anderen Leuten. Also du hast auch immer ein bisschen Angst davor. Es ist wirklich nicht so optimal, das zu sein. Es gibt auch einen schönen Artikel dazu, The Cost of Always Thinking Twice. Das ist von einer, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, eine von die bei IBM arbeitet. Einfach mal googeln. Ist ein toller Artikel dazu. Und auf der anderen Seite ist auch so, selbst wenn du offen damit umgehst und du sagst, naja, also ich habe jetzt kein Problem damit und die Leute sollen es halt wissen, ist es halt so, dass du in der Karriere halt auch teilweise diskriminiert wirst. Und diese eine Studie, die wir da jetzt auch permanent überall verlinken und zeigen, ist halt, dass du wirklich als Bewerber 50% weniger Chancen hast, auf ein Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, wenn du LGBT bist. Diese Studie ist von der OECD und es ist eine ziemlich große Studie, der kann man wirklich das glauben. Ich kann das gut nachvollziehen und ein Kollege hat mich darauf hingewiesen, dass sogar es 75% sein sollten, wenn es in deinem Lebenslauf sogar irgendwo drinnen steht. Ja, also wenn du zum Beispiel sagst, du bist mit jemandem verheiratet und du sagst halt mit deinem Ehemann, dann sieht man ja sofort, okay, ja, Schlussbärchen. Oder du hast in einer LGBT-Organisation mal gearbeitet, ja, Praktikum gemacht, dann steht das ja auch gleich drauf. Also es gibt so ein paar, wo man sofort sehen kann. Ansonsten in der heutigen Zeit mit sozialen Medien, die Personaler,
Das dauert keine Minute, die googeln dich einmal, gehen auf Facebook, auf Instagram etc. Und wenn du da deine Hashtags hast, Gay Berlin oder LGBT-Hashtag, ja, follow for follow, dann sieht man das natürlich auch wiederum gleich. Und dann so bei vielen Leuten gibt es ja auch so ein unconscious bias. Das bedeutet, dass auch Leute nicht unbedingt bewusst diskriminieren, aber die sehen dann halt sowas und dann kann das halt unterbewusst tatsächlich dazu führen, dass sie dich halt dann nicht nehmen, aufgrund einfach bloß, was du halt jetzt schwul oder lesbisch bist. Ich meine, das Gleiche ist ja auch, wenn du eine Frau bist oder wenn du jetzt einen Namen hast, dann bist du in Deutschland, ja, auch da hast du Probleme und es ist nachgewiesen, dass du da weniger Chancen hast auf Vorstellungsgespräche. Also es ist, verwundert mich jetzt nicht, was sehr schade ist. Mhm. Und, aber das Gute drum ist wieder, dass wenn du bei Unternehmen arbeitest, die LGBT-friendly sind und die verstehen, dass es gut ist und wichtig ist, eine offene Unternehmenskultur ist toll für alle, auch für den weißen Hetero-Cis-Mann, ja, auch der profitiert davon, wenn es halt eine offene Kultur ist, dann hast du da schon fast einen Vorteil, LGBT zu sein. Weil du da in Netzwerke sofort reinkommst. Meistens sind irgendwelche Executive Führungskräfte, die halt auch out sind, die helfen dir. Da gibt es Mentorships und sonstiges. Einfach auch wiederum nur, dass du LGBT bist. Okay, du musst gut sein, aber trotzdem, du hast da mal einen Vorteil davon. Und was wir jetzt halt sagen ist, weil fast jeder dritte Job nach wie vor in Deutschland über Netzwerke vergeben werden, also nicht, weil du so toll bist und was du für einen geilen Lebenslauf hast, sondern tatsächlich immer noch über Netzwerke. Das kann man googeln. Sag ich immer, es ist so wichtig, dass auch wir als Community viel stärker auch netzwerken sollten. Nicht nur immer daten, das können wir perfekt, ja, also dafür haben wir auch alle unsere Apps, egal wer von aus der LGBT-Community, aber das berufliche Netzwerken ist für viele Leute noch so ein bisschen verpönt oder sollen wir das machen? Sag, ja, ich komme aus Bayern, da nennt sich das Ganze Spätzlewirtschaft, ja, und da helfen die sich alle und wenn du im gleichen Fußballverein bist, dann kriegst du auch alles und alle Aufträge und alle Jobs. Das ist was ganz, was Normales dort. Aber wir versuchen immer nur so perfekt zu sein. Ja? Mhm. Weil wir leben nicht in einer perfekten Welt. Und wenn du den Vorteil hast, einfach mal, dass du die richtigen Leute kennst, dann finde ich auch, sollte man das auch durchaus mal nutzen, weil wir haben genügend Nachteile. Lass uns also auch ein paar Vorteile haben, wenn wir schon. Also ein bisschen Nepotismus, um strukturelle Homo- und Transphobie auszugleichen, sozusagen. Ja. Genau, und deswegen sage ich auch immer, geht auf www.prouder.com, ja, unser neues LinkedIn für LGBT, weil damit fangen wir quasi jetzt gerade eben erst an, in den nächsten Jahren hoffentlich ist das ein Riesennetzwerk. Wir haben da jetzt auch schon eine erste Afterwork-Veranstaltung gehabt mit über 150 Leuten. Du merkst, die Leute haben auch Bock darauf, zu netzwerken und nicht nur zu daten. Deswegen, ich glaube, das ist sehr wichtig und deswegen gibt es halt auch die Sticks and Stones. Ja, lauter Aussteller, die offen sind, LGBT-friendly, die sagen, ja, komm zu uns, uns ist egal, dass du homo oder hetero bist, wir wollen dich, wir wertschätzen Vielfalt bei uns im Unternehmen. Und du kannst ganz viele Leute kennenlernen. Erstmal, ganz abgesehen davon, dass natürlich Vielfalt und Offenheit für uns sehr wichtige Gründe sind, was hat denn ein Unternehmen davon, jetzt mal ganz rein, wenn man an die Zahlen denkt, von Diversity, von Offenheit gegenüber LGBTQ-Menschen. Ja, also das ist so, die Unternehmen machen das jetzt nicht alles nur aus Fairnessgründen. Was ich natürlich wichtig finde, und ich finde, wir sollten das überall haben, es sollte einfach ein Given sein, zu sagen, okay, wir wollen ein offenes Unternehmensfeld, das ist wichtig, wir wollen, dass es fair zugeht, ja. Aber es ist tatsächlich so, es ist gar kein Aber. Und dass du wirklich finanzielle, wirtschaftliche Vorteile hast, wenn du als Unternehmen offen bist. Und jetzt nicht nur für LGBT, sondern wirklich gegenüber allen einfach aufgeschlossen zu sein. Weil die meisten Unternehmen sagen ja nicht, sie haben was gegen LGBT oder sie haben was gegen Frauen oder gegen Ausländer. Sie sagen immer, alle sind bei uns immer herzlich willkommen, wir sind ein offenes Unternehmen. Und dann frage ich, aha, und wie trackt ihr das? Wie stellt ihr denn das sicher? Weil wenn ich dann zu euch in die Vorstandsetagen schaue und sehe irgendwie 20 weiße, alte Männer in den gleichen Anzügen, dann muss ich sagen, ich glaube nicht, dass ihr Diversity verstanden habt. Oder wollt ihr mir wirklich sagen, nur ihr seid die Besten und so. Und Frauen zum Beispiel, ja, können da nicht, ja, haben da keinen Platz, weil die das nicht können. Das ist Schwachsinn. Du musst tatsächlich Diversity, deswegen heißt es auch Diversity Management, weil du musst es managen, du brauchst Zahlen, Fakten, du musst es angehen, weil die Leute wissen, es gibt diese Biases, die wir eben alle haben, auch wir als LGBT haben viele davon. Und es ist halt einfach wichtig, dass du das strukturell aufarbeitest, dass halt so ein Unternehmen tatsächlich offen ist, weil auch viele Unternehmen tatsächlich in der Struktur homophobe Strukturen eben haben. Das bedeutet, das ist zum Beispiel, wenn du im Unternehmen bist, was ja so angeblich so offen ist, und dann ist halt eine Person von den 100.000, die da vielleicht irgendwie arbeiten, ist homophob, ja, und tut dich auch diskriminieren, du weißt es auch,
und du sagst so, ja, okay, an wen kann ich mich denn wenden? Und deine Führungskraft, dann, also dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte, ja, weißt du denn das, ob die überhaupt so offen ist? Weil ich will doch nicht zu der Person hinkommen und sagen, du, ich hab da ein Problem, da muss ich mich also auch erstmal outen für diese Person, dann weiß ich auch noch gar nicht, kann die mit diesem Thema umgehen? Ich weiß nicht, wir sind ein offenes Unternehmen, aber ich weiß ja nicht, wie diese Person ist. Aber wenn ich dann zum Beispiel ein Unternehmen habe, die halt Ansprechpersonen haben, die speziell genau für diese Themen zuständig sind, wo es auch da steht, nee, wir sind auch geschult dafür und wir wissen, wenn es ein Problem gibt mit Homophobie, Sexismus, Rassismus, kommt zu uns, wir kennen uns damit aus, dann ist es schon mal toll. Okay, ich kann zu jemandem hingehen, stark. Ich weiß, da fühle ich mich schon mal sicher, ich kann mich da outen oder auch nicht. Ich habe vielleicht ein System, wo du nicht mal deinen Namen angeben musst, ja, das halt anonym ist. Hat auch nicht jedes Unternehmen. Und dann natürlich, wie schaut es aus mit Sanktionen? Wird dann diese Person, heißt es dann einmal ganz kurz, du, ja, sei mal nicht so homophob, das hilft ja niemandem, ja, es gibt ja auch einige Leute, die sind einfach nicht zu verbessern, oder gibt es Sanktionen bis hin zum Rauschmiss. Und das finde ich halt so, das muss man halt auch von den Unternehmen erwarten und daran arbeiten wir übrigens auch neben der Sticks and Stones daran, tatsächlich den Unternehmen zu erklären, was sollen sie machen, vor allem auch in den Strukturen zu verändern, dass sie wirklich LGBT-friendly sind, weil dieses, wir sind ja so ein offenes, buntes Unternehmen, das ist Bullshit. Ja? Also wenn wir Hausaufgaben, dann könnt ihr das auch sagen. Ja, fängt ja meistens schon damit an, dass sie furchtbar offen sind und dann von Mitarbeitern sprechen. Ne? Aber ja, genau. Wie ist denn jetzt das bei Sticks and Stones? Jetzt ich so als Mensch aus der queeren Community komme zu euch, welche Vorteile hat denn das für mich? Wen kann ich da treffen? Über was lerne ich etwas? Also du kannst eigentlich aus mehreren Gründen hingehen. Also erstens mal, wenn du einen Job suchst, da musst du dann natürlich dorthin gehen. Ich meine, du hast über 80 Aussteller von ganz klein bis ganz groß. Also wirklich die kleinste Butzke ist irgendwie 5 Mitarbeitenden und die größte hat irgendwie 100.000 irgendwas. Und du hast von Tech zu Health, also Gesundheitswesen, zu Versicherungen, Consulting, das ist halt irgendwie alles mit dabei. Und die Unternehmen sind halt mehr oder weniger offen. Ich sage das immer auch dazu, weil nicht jedes Unternehmen ist schon perfekt. Es gibt auch einige, die sind noch am Anfang, aber da, wo wir wissen, sie meinen es aber trotzdem ernst. Mhm. Und das finden wir wichtig. Also da kann man sich da wunderbar netzwerken. Selbst wenn es auch Unternehmen gibt, die nicht, es gibt auch ein paar Unternehmen, die leider aktuell keine Jobs anbieten, weil jetzt ist nicht nur Einstellungsschluss, sondern auch Einstellungsstopp. Ja. Aber die haben auch gesagt, war die Verbindung gerade unterbrochen, als du Einstellungsstopp gesagt hast. Okay, ja, das ist ja auch so was. Wie bitte? Entschuldigung, geht das? Einige Unternehmen haben halt noch Einstellungsstopp wegen Corona. Und da ist es halt so, ich gehe mal davon aus, dass sich das in den nächsten Monaten wieder bessert. Und da sagen auch die Unternehmen, ja, wir wollen aber jetzt netzwerken mit den Leuten. Wir wollen sie jetzt kennenlernen. Und auch wenn wir jetzt zwar nichts haben, später haben wir was. Und dann möchten wir mit den Leuten im Austausch sein. Deswegen auch selbst Unternehmen, die es gerade eben nicht anbieten, sage ich immer, netzwerken, netzwerken, netzwerken. Ich habe das ja vorher schon erzählt, wie wichtig das ist. Und dann kann man halt auch später dort vielleicht einen Job bekommen. Das ist so die eine Geschichte auf der Sticks and Stones, wenn du einen Job suchst oder für die Zukunft einfach da vorbereitet sein willst. Aber auf der anderen Seite kannst du dich halt auch inspirieren lassen tatsächlich, weil wir haben über 50 Vorträge und Panels zu allen möglichen Themen, die ich wirklich sagen muss, gerade dieses Jahr, ich muss ehrlich sagen, normalerweise schaue ich mir die Vorträge nicht immer so oft an, weil ich viel zu tun habe auf der Messe und das interessiert mich nicht ganz so sehr und ich weiß es schon, aber dieses Jahr, alter Falter, das sind wirklich so tolle Vorträge mit dabei, die natürlich ganz, ganz viel was mit Karriere, Job und Sonstiges zu tun haben. Build the Tea, was sind die Highlights? Wir wollen es wissen. Der Highlight ist Miss Sahara. Oh mein Gott, am 23.09. der erste Vortrag. Miss Sahara, das ist eine Transgender Beauty Queen aus, ich weiß nicht mehr woher, nicht aus Deutschland, die auch so sehr stark erklärt, wie das ist, dass man LGBT und Black ist und dass es so luxurious ist, sich überhaupt zu outen und erklärt es mal so ein bisschen, weil viele Leute keine Ahnung haben. Ich finde, gerade in der aktuellen Zeit ist das nochmal ganz wichtig, auch für unsere Community ein bisschen mehr darüber zu lernen, sich damit zu beschäftigen und sie macht es sehr entertainhaft. Das ist der erste Vortrag am 23. Juni um 14 Uhr geht's los damit. Oder wir haben hier den ersten deutschen schwulen Rapper am Start, der so ein bisschen erzählt, Hip-Hop needs to be gay again. Er ist super funny drauf. Ich habe den schon erlebt bei einem anderen Zoom-Talk. Der kann echt gut erzählen
und ist jetzt nicht so typisch Hip-Hop, wie man sich das, glaube ich, so vorstellt. Also würde ich mir auch anhören. Dann gibt es irgendwas mit Darkness. Wie heißt das? Inspire Your Darkness. Ich schon Dark Room könnte ich jetzt reinwerfen in den Raum. Ich sage, ich mal so da jetzt auch, sonst weiß ich mal nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mich für 12 Vorträge angemeldet. Übrigens, das empfehle ich sehr, jetzt sich für die Vorträge anzumelden. Du musst die ersten Ticket holen. Mit dem Ticket musst du den Profil anlegen. Es ist leider etwas komplizierter. Und mit dem Profil kannst du dich dann anmelden. Das musst du machen, weil einige Vorträge, die schon kurz davor sind, ausgebucht zu sein. Wir noch nie gehabt, wir sind mega glücklich deswegen. Aber es ist wie viele 100 Millionen wollt ihr von mir haben, wenn ich an so einem Vortrag teilnehme? 6-0. Nicht? For free! Ja, danke. Ja, danke der Unternehmen, die das Ganze natürlich auch finanzieren und deswegen können wir es auch kostenlos anbieten. Also es ist halt wirklich, es gibt keinen Grund, du hast jetzt 7 Tage von 14 bis 18 Uhr jeden Tag wirklich geile Vorträge. Ist nicht jeder dabei, wo du sagst, oh, yippie, yeah, gay. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wirklich für jeden irgendwas dabei ist. Und die Leute sind dann aber auch toll. Ich bin besonders stolz darauf, dass wir dieses Jahr über 70% Frauenanteil haben. Finden wir sehr wichtig. Wenn sie offline gewesen wären, wäre sie sogar 100% gewesen, weil wir hatten gesagt, wir wollten das einmal machen, nur einmal, danach ausgeglichen und also ich finde es toll, die Leute sollen sich da einfach mal reingucken, ist super. Ach, und dann ist einfach generell noch auf der Messe, du hast Karrierecoaches, die dir einfach helfen, wenn du irgendwelche Fragen hast, du weißt nicht wohin, du hast keine Ahnung, wie man sich bewerben soll, ein Assessment Center durchgehen, keine Ahnung was, du kannst mit denen quatschen, die sind auch die ganze Zeit da. Du kannst dein CV, deinen Lebenslauf überprüfen lassen von einigen Ausstellern. Machen so einen CV-Check, kostet dich auch nichts. Da geht es auch gar nicht um Jobs, sondern die erklären dir einfach so, wie kannst du den so ein bisschen aufpimpen, deinen Lebenslauf, was das gut ist, weil ich muss echt sagen, ich habe schon zigtausend Lebensläufe gesehen und die meisten sind wirklich nicht gut. Also nicht gut strukturiert und so, wo man sagt, da gibt es so ein paar Sachen, auf die man achten soll. Das hilft so sehr, auf den besseren Stapel zu kommen bei den Personalern. Und dann haben wir natürlich auch, man kann auch was gewinnen. Ja, ein Business-Outfit. Oh. Euro, wenn man bei unserer Homeoffice-Challenge mitmacht. Also wir haben so eine kleine Homeoffice-Challenge vorbereitet. Das bedeutet, wir sind ja jetzt dann alle während der Messe ja nicht im Office oder nicht in der Location, sondern meistens wahrscheinlich zu Hause oder im Office oder am Pool, am Strand. Im Bronzy, im Bett. Bronzy im Bett, richtig. Und da bitten wir die Leute einfach ein Selfie zu machen und das unter der Homeoffice-Challenge zu posten. Die läuft dann auch auf Prouder. Also du willst mich im Onesie im Bett sehen, ja? Können wir das hier mal festhalten? Also wir sagen mal so, wir empfehlen das nicht, wenn man ein Vorstellungsgespräch auf der Messe hat, ja? Okay. Wenn man den Ausstellern chattet, weil die können auch einen einladen zu einem Video-Interview. Du musst also nicht nur chatten, sondern du kannst auch wirklich ein Video-Interview mit denen machen, auch sich nur kennenzulernen. Und da empfehle ich keinen Schlafanzug. Also wir haben immer die Policy come as you are. Ja? Das egal, ob jetzt offline, online, das bleibt dabei. Aber wenn es wirklich darum geht, du suchst einen Job, dann würde ich sagen, komm, zieh dir wenigstens ein T-Shirt an und mach irgendwie so wie ich jetzt einen virtuellen Background oder so. Schlafsachen oder sonst was im Hintergrund sieht, ja. Musik vielleicht auch leise machen. Aber ansonsten, ja, und das Selfie bitte, es ist mir wurscht. Die Person mit den meisten Likes nach den 7 Tagen bekommt dann diesen Gutschein. Und die anderen bekommen einfach viele Likes und werden natürlich genetzwerkt und sonstiges. Ist auf alle Fälle gut, damit zu machen. Na gut. Ja. Das klingt doch ganz fantastisch. Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, ab 23. Ab morgen. Ab morgen geht's los und läuft bis? 7 Tage bis zum 29. und immer von 14 bis 18 Uhr. Wobei ich immer empfehlen würde, gleich am ersten Tag dabei zu sein, weil da sind die meisten Unternehmen da. Die sind nicht alle 7 Tage da, sondern die suchen sich das ein bisschen aus. Die meisten Unternehmen sind so 3 Tage immer da. Und ansonsten, wenn man übrigens ein Tipp, wenn niemand am Stand ist, dann kann man den Leuten eine Nachricht hinterlassen. Und dann kann man zum Beispiel, was ich immer machen würde, wenn ich jetzt einen Job suchen würde, dann würde ich einfach so mein Prouder-Profil oder LinkedIn-Profil einfach in den Chat posten und sagen, hey, ich finde euch interessant, ich habe da einen Job gesehen, könnte es vielleicht passen, hier ist mein Kontakt, schreibt mich doch an. Und so kann es tatsächlich natürlich auch wunderbar sein, dass man halt auch nicht nur auf der Messe, sondern auch nach der Messe mit den Leuten in Kontakt ist. Was ich übrigens am geilsten finde, weil bisher auf der Messe musstest du ja immer Ewigkeiten rumlaufen, bis du irgendwie alle abgegrast hast. Jetzt digital auf deinem Handy oder auf deinem Laptop, das kannst du ja so schnell machen. Ja. Und dann denke ich mir, also gerade wenn du einen Job suchst, du in 2 Stunden hast du alle durch, ja? Zack.
Spam zu Spam, Job ergattert, demnächst sind wir Sissi-Millionäre. Ja, und uns Bescheid geben, ganz wichtig. Wir möchten ganz gerne für nächstes Jahr Success-Stories bringen, also von Leuten, die jetzt einen Job bekommen haben über die digitale Messe und mit denen auch sprechen, wie es so war. Deswegen bitte an uns, zu uns kommen, wenn ihr einen Job bekommen habt, ein Praktikum oder ihr habt tolle Netzwerke gegründet, ein eigenes Business aufgebaut dadurch. Ihr habt ein tolles Date gefunden, ja. Warum nicht? Ja, das ist ja auch ein Vorteil von unserer Community. Dann sage ich, bitte zu uns kommen und erzählen, wenn es gut war. Sehr schön. Danke, Stuart, für dieses wunderbare Interview. Ich bin schon ganz gespannt, denn wir möchten Einkommensmillionäre werden oder schöne Dates haben und oder. Reicher. Okay. Lieber Stuart, dann wünschen wir dir ganz viel Spaß auf der Messe und uns alle natürlich auch. Okay, ich hoffe, ich sehe euch dann auch die nächsten Tage. Bis bye. Bye. Ciao.